Schönen guten Tag, liebe Zeitreisenden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zur Ausgabe 38. Der Modellbauonkel baut den DeLorean. Heute mit der Ausgabe 85. Ich blende das wie immer hier ein. Lange hat es gedauert, endlich geht es mal wieder weiter. Erst, ihr wisst das, die Lagerumstellung bei Eagle Moss. Dann diverse andere Lieferschwierigkeiten, vermutlich die mit dem Brexit zu tun haben. Das ganze Programm, jeder, der sich da in irgendeiner Form auch nur annähernd für interessiert, wird das wohl mitbekommen haben. Jetzt ist es endlich wieder soweit, neue Ausgaben sind längst da. Ich habe also jetzt reichlich, jetzt können wir wieder wie gewohnt in zügiger Zeitfolge endlich weitermachen mit unserem DeLorean, damit wir den auch endlich mal fertiggestellt kriegen. Wenn der Onkel schon nach Ried fährt zur Messe, dann will er zumindest mal ein bisschen was zeigen können. So, und deswegen fangen wir auch heute mal wieder direkt an. Ich zeige euch einmal, was wir heute bekommen. Wir bekommen einmal für den Motorraum die Heckabdeckung, die Abdeckung zur Fahrgastzelle, zum Fahrgastraum. Wir bekommen die Motorbeleuchtung und natürlich ein paar Schrauben, die ich hier schon mal schön drapiert habe, damit das Ganze schön aussieht. Und dafür brauchen wir natürlich hier unsere Motoreinfassung, wo wir das Ganze jetzt dran montieren können. Und das machen wir jetzt einfach mal. Der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie ein, der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft. Also zunächst sollen wir einmal die Abdeckung der Motorraumbeleuchtung hier in diese Halterung einsetzen. Und zwar mit den, hier ist so ein kleiner Vorsprung. Der soll nach außen zeigen und das Ganze kommt dann hier in diese dafür vorgesehenen Löcher rein. Und zwar, jetzt muss ich einmal gerade gucken, so rum. So, und das fixieren wir dann hier hinten mit zwei AP-Schrauben. Die haben wir hier. Eine Ewigkeit später. Noch eine AP. Ja, lange hat es gedauert, ne, bis er endlich mal wieder... Was war, aber ich hoffe mal, wir haben das jetzt endlich überstanden, dieses ganze Theater hier. Wir haben ja mehrere Theatern, könnte man sagen. Ist das normal, dass die so schief sitzt? Guck mal. Finde ich aber nicht schön. Wenn ich das andersrum schraube, ist es wahrscheinlich genauso, ne? Carry me for fun in my buggy. Nicht ganz schön, aber fein. Aber ich glaube, jetzt mache ich das nochmal los. Wo ist denn hier oben und unten nachher? Das muss ich mal gerade gucken. Jetzt habe ich hier oben nämlich so eine Trennstelle. Das finde ich ja nicht so schön. Gucken wir mal, wie rum das nachher ins Auto muss. Und zwar mit diesen Dingern nach unten. Das heißt, natürlich sitzt das oben. Also machen wir es nochmal. So, bitteschön. So kann der Onkel dann damit leben. Das ist in Ordnung. Aber sonst, das geht ja mal gar nicht hier so krumm und schief. Das wollen wir nicht. So, jetzt sollen wir das Teil an unsere Motoreinfassung einsetzen. Habe ich eben schon mal ausprobiert. Das ging ganz gut. Ich habe nur ein bisschen Bedenken. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mir das hier nicht wieder abreiße. Ihr wisst ja, hier war ja schon einer abgelutscht. Den musste ich ja reparieren. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie rum war das. Das haben die hier so rum, das haben die so rum und das ist so rum. Und dann gehört das hier so drauf und wird dann fixiert mit DM-Schrauben. Nein, doch. Oh. Doch hier. DM. Hier nur die außen, äußeren beiden hier, da. Diese sind das. Sind wir mal gespannt, ob wir das heute ohne Öl hinkriegen oder... Aber die Teile waren ja eigentlich soweit in Ordnung. Das hat ja gut geklappt. Das scheint auch hier der Fall zu sein. Ist ja auch nicht schlimm, wenn mal was funktioniert, ne? So, DM. Einmal links, einmal rechts.
Und während ich hier so lustig schraube, erinnere ich euch nochmal daran, dass wir am 26.06. um 19 Uhr hier auf dem Kanal der Modellbauonkel wieder den Stammtisch haben. Eine lustige Runde, wo es dann überwiegend oder eigentlich beinahe ausschließlich nur um Partwork-Modelle geht. Wie kann man sie verfeinern? Was kann man an Tuning-Maßnahmen machen? Wie kann man gewisse Vorgaben des Herstellers optimieren, verschönern, verfeinern, erweitern, wie auch immer? Dazu haben wir zum Beispiel den Thorsten von Modellbau Schwaben da, der ja, na, ich möchte ihn fast als Guru bezeichnen, der da immer tolle Ideen hat, wie man sowas machen kann, was man alles machen kann. Und der uns dann auch mal ein bisschen was aufzeigt, wie das Ganze funktioniert, was man für Möglichkeiten hat, wie man ganz einfach sein Modell noch ein bisschen aufpimpen kann. Ich habe da ja schon so ein paar Sachen gesehen, der ein oder andere von euch sicherlich auch, aber man fragt sich ja trotzdem, wie hat er das denn gemacht, wo hat er das denn her und so weiter. Da wird er uns ein bisschen Aufschluss geben. Dann der Patrick ist dabei von Partwork Modellbau. Unheimlich stark, sage ich nur. Da geht einiges. Und alleine die beiden sind ja schon, was Partwork-Modelle angeht, ja, da müssen wir erstmal noch hinkommen, sage ich immer. Also von daher, es wird spannend. Schaltet also ein, wie gesagt, 26.06. ab 19 Uhr, der Modellbau-Onkel hier auf YouTube. Abo dalassen, dann werdet ihr rechtzeitig informiert, wenn es dann losgeht. Ich stelle die nicht mehr vorher online, weil das jedes Mal Theater gibt. Ich habe da keine Ahnung von, ich bin unwissend und habe von Technik überhaupt keine Ahnung. Jedes Mal haut er mir den Stream-Key durcheinander, dann funktioniert es nicht, dann habt ihr nachher zwei Streams, die eine Hälfte verpasst den Anfang und. Alles Sheetcrom, deswegen kurz vorher, um, keine Ahnung, 5 vor 7 etwa, starte ich den Stream, dann läuft da ein kleines Intro. Wenn das Bild sich bewegt, wisst ihr, das sieht gut aus. Im Chat unterhaltet ihr euch ja sowieso schon immer, das ist ja nicht umsonst die geilste Community der Welt. Und von daher mache ich mir keine Sorgen. Also wie gesagt, bitte da nicht nervös werden, gar kein Thema. Ich stelle das Ding dann irgendwie, wie gesagt, 5 vor, 10 vor 7 oder so stelle ich das online. Dann solltet ihr was sehen und dann funktioniert das auch. Ich mache es nicht nur nicht halt eine Stunde vorher oder so, weil das dann nachher blöd ist. Das Video ist zu lang, ich kann das dann nicht mehr bearbeiten seitens YouTube. Das heißt also, wer sich das nachher angucken will, weil er nicht live dabei sein kann, ich kann vorne diese Stunde nichts, kann ich nicht wegschneiden dann. Das hatte ich ja das eine Mal versucht, haut auch nicht hin. Also von daher, vielleicht kriege ich das ja irgendwann nochmal hin. Wir lernen ja alle dazu. Ne? Ich bin da guter Dinge. Schauen wir mal, was passiert. Also, was haben wir jetzt hier hinten fertig mit der Kofferraumbeleuchtung, Motorraumbeleuchtung, Entschuldigung, das ist ja, ne? Hier sitzt sie also drinne. Und jetzt haben wir hier noch die vordere Abdeckung, die zum Fahrgastraum hingeht. Das ist diese hier, die ist aus Metall. Ihr hört das. Oh, das war jetzt keine Absicht. Und da haben wir nämlich hier zwei Stifte, während wir hier die zwei Löcher haben. Und es passt auch sowieso wieder nur so und nicht anders. So, und da wir das Ganze hiermit wahrscheinlich auch so ein bisschen ausrichten, will ich den auch wirklich komplett rein haben, damit das Ganze gerade wird. Weil ich hatte schon beim Einsetzen einmal in die Karosserie testhalber, hatte ich gesehen, dass das irgendwie überhaupt nicht richtig vom Spaltmaß her passte. Ich meine, klar, wir wollen das hier nicht überpenibel machen, aber gerade soll es halt schon sein. Deswegen knalle ich das jetzt hier auch richtig fest, damit sich das gerade ziehen kann. So, das hat es aber. In der Hoffnung, dass es dann nachher schick aussieht. Das werden wir nämlich gleich erleben, denn jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in dem wir das Ganze in unsere Karosserie endlich fest verbauen. Deswegen steht die nämlich schon hier und dreht sich nicht lustig hinten im Kreis. Ich habe da mal was vorbereitet. Wir wollen ja hier nichts zerkratzen, ne? Wir haben ja schon gesehen, dass das Zeug wahnsinnig empfindlich ist. Der Spiegel ist schon mal abgefallen, dann lassen wir den jetzt auch erst an der Seite. Das wollen wir noch kaputt machen. So, jetzt sollen wir das nämlich von hier unten durchschieben irgendwie. Das muss ich mir jetzt erstmal alles angucken hier, wie das soll. Da müssen wir nämlich noch die Kabel verlegen, vor dem Anbringen der nächsten Bauteile, dass die Kabelenden nicht in den Motorraum hängen. Na gut, auf die Idee hätte man noch kommen können. Na, wer weiß, ne? Wenn auf einer Kreissäge schon draufsteht, man soll das Gerät nicht mit der Hand anhalten. Gut, hätte ich hier vielleicht auch beigeschrieben, Finger weg.
So, das. So, jetzt schauen wir mal, wo das denn hier so hingehen könnte. Da haben wir zwei Löcher. Aha, und hier auch. Und da sind auch welche. Gut. Das erklärt dann einiges. Sind wir überhaupt wieder im Bild? Natürlich nicht. Ist auch nicht so leicht. Zugegebenermaßen. Also wir haben hier einmal, zweimal einen Stift in der Karosserie, auf der anderen Seite auch. Und hier ist einmal einer und hier ist auch noch mal einer, so ein Langloch, was hier drauf, wo man das wahrscheinlich nachher noch ein Stückchen mit ausrichten kann. Was wir ja im Idealfall hoffentlich nicht brauchen werden. Auch wieder DM-Schrauben natürlich. Da fangen wir, glaube ich, mal hier an. Das war's schon. Ganz einfach heute diesmal. Wer hätte es gedacht? Ich gebe zu, ich nicht. Aber das sieht jetzt ja schon wirklich hier, ne? Ihr kennt das. Zeige ich euch das mal hier in groß, in schön. Das hat schon Hand und Fuß. Hat sich auch schön eingepasst hier. Ich sehe hier keine. Auch in der Detailkamera können wir mal schauen. Ich sehe hier keine übermäßigen Spaltmaße oder so mehr. Das ist wirklich toll. Sitzt hier sauber drin, auch hier an der Seite. Das ist in Ordnung. Waschwasserbehälter und so, toppi, alles klar, finde ich gut, super. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt, seid das nächste Mal wieder dabei. Wie gesagt, die Folgen werden jetzt wieder regelmäßig kommen. In der nächsten Folge geht es dann weiter an der Karosserie, wir bauen in den Dachhimmel ein und noch weitere Applikationen. Und dann wird unser DeLorean hier nach und nach auch mehr und mehr Form annehmen. Ich freue mich drauf, ich freue mich, wenn ihr einschaltet, ich freue mich, wenn wir uns am 26. beim Stammtisch sehen. Und ansonsten bleibt mir wie immer nichts weiter zu sagen als bleibt sauber, bleibt gesund, schaltet nächstes Mal wieder ein und immer schön dran denken, ihr wisst ja. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen.